Willkommen. So, ich werde hier gleich nett begrüßt mit einem Drachen, wie ich gerade gehört habe. Ja, der Corona-Drache. Das sind die. Ja. Netter Drache, neues Haustier. Der Drache wütet über der Stadt. Ja. Ja, musste durch. Ich muss die ganze Zeit kämpfen in meiner Branche. Ja, wo ist denn der Drache? Ich habe keine Mission offen. Seit wann denn das? Ja, Ladezeit mal wieder. Gut, bin ich jetzt drin, ne? Die Stadt wurde auch noch nie überfallen. Aber egal. Ich muss ja irgendwie weiter. Ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet. Ich werde mal die Waffen einziehen. Ja, in 4 Wochen können wir uns wahrscheinlich, vermutlich wieder frei bewegen, ohne irgendwie Frau Ferkel in der Regierung nach Erlaubnis zu fragen, ob wir unsere Geschwister, unsere Familie besuchen dürfen und so ein Bullshit aus der Lügenparade der Regierung. Ja, ich hoffe, dass die jetzt auch endlich mal vernünftig werden, nachdem auch viele Länder jetzt auch erkannt haben, dass die Masken ehrlich gesagt ja nicht bringen. Ich bin selber medizinischer Fachkraft, ich weiß es. Sie bringen absolut fast nichts. Also liebe Raucher, ihr könnt ja einen Test machen, wie viel die Masken bringen in einen geschlossenen Raum. Und dann könnt ihr mal sehen, wie sich die ausgeatmete Luft, also quasi das Nikotin, außerhalb der Maske verbreitet. Und wie sich das ohne Maske verbreitet. Ich kann euch sagen, ihr werdet zu einer Schlussfolgerung kommen. Es wird genauso sein wie vorher. Und ich hab's durch. Ich hab's probiert. Gut, aber ist ja auch egal. Diese ganze Corona-Schwachsinnsparade von diesen ganzen Vollidioten muss man ja nicht unbedingt haben. Unterbinde. Nein, ich unterbinde ja nicht. Töte den Drachen im Berg Arthor. Platzieren. Oh nee, muss ich da jetzt noch. Ja, ich reise lieber hin. Und anstatt ich da jetzt irgendwas platzieren muss, brauche ich ja nicht. Das Ding ist ja fest markiert hier. Also ich bin froh, dass dieser ganze Blödsinn bald vorbeigeht. Fangen jetzt mit der Delta-Variante. Wann kommt denn mal die. Ja, Gamma war. Alpha war ja immer, eventuell mal was. Aber wo war denn die Beta-Variante? Wo waren denn die anderen Varianten? Ja, jetzt kommt die Delta-Variante. Wann kommt denn die Gamma-Variante? Sind wir dann alle Gamma verstrahlt oder was? Was denken die sich denn alle da oben eigentlich aus, frage ich mich. Jetzt soll die Impfung angeblich nicht gegen die Delta-Variante wirken. Also im Endeffekt ist es doch scheißegal, was man macht. Krank wird man eh. Sterben muss man eh irgendwann. Ja. Daher nehme ich da persönlich einigermaßen Abstand. Muss ich schon wieder da vorbei? Nicht Abstand vor den Leuten, sondern ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Nicht Abstand von den Menschen, von denen ich sowieso Abstand, weil die meisten sind so. Ja, die wollen dann ihren eigenen Willen aufzwingen, die sagen einem, was man tun und zu lassen hat. Und solche Sachen. Außerdem habe ich schon gelehrt, der Hausmeister war noch nicht da, um den wegzubringen. Und solche Geschichten, also.
Nicht nur unter den Menschen selber, gerade in der Großstadt merkt man wirklich, wie sehr Corona die Menschen verblödet durch die Angst. Alle, die nicht ihrer Meinung sind, die sind gleich, oder alle, die eine eigene Meinung haben und sagen, ja, du, ich denke aber so darüber, ist ja, ist egal, ob jetzt dafür oder dagegen, dann wird man gleich ausgegrenzt. Also gerade die Berliner sind gerade die unfreundlichsten und sozialsten Menschen allgemein. Wenn was nicht nach deren Nase läuft, ist Diskriminierung und Ausgrenzung pur. Da lobe ich das Land, da wird gleich gesagt, was Phase ist, da wird nicht in den Rücken gelästert. Und das sind doch weniger Vollidioten. Okay. Noch mehr? Ich dachte, er wäre schon tot. So. Sollen wir machen, weil ich möchte hier gerne mal ins Lagerfeuer, mal schauen, was hier noch alles da ist. Nee, will ich nicht rein. Ach stimmt, hier war ja der eine Drache, oder? Den können wir mitnehmen. Ich bin ganz froh, dass die Charade irgendwann vorbei sein wird. Einige Länder haben ja schon geöffnet. In vielen Sachen. Holland, jetzt auch noch England. Weil es einfach wissen, es bringt nichts großartig, die Menschen einzusperren. Das macht die Wirtschaft kaputt, das macht das soziale Verhalten kaputt und unsere Kinder leiden am meisten drunter. Und ja, das wissen sie. Machen sie es aber, weil die Lobbyisten und gerade unser lieber Herr Söder dieses A-Punkt-Dings an den Masken ja am meisten verdient. Durch seine liebe, geliebte, verräterische Frau oder Spahn, der seine Villa durch die Lobby geschenkt bekommt, damit er sagen kann, ja, Corona ist da, ihr müsst das nehmen. Jetzt tritt er auf einmal zurück, ja, ist alles freiwillig und so weiter, aber indirekt Reisen ist nur mit Impfen erlaubt. Das ist halt wirklich indirekter Impfzwang. Ja, die verdienen alle da dran. Und es gibt genug dumme Deutsche, die das glauben, dass die nur unser Gutes wollen. Ja, es ist schwachsinnig, wenn zu sagen, dass die Leute nur impfen, damit die Leute sterben. Bringt ja nichts. Weil wenn alle tot sind, wer verdient, da kriegen die ja kein Geld mehr, die Politiker. Also das ist schon schwachsinnig, denke ich mal. Aber man sollte nicht alles glauben, was sie da oben sagen. Vieles ist ja nun wirklich erstunken und erlogen, gerade Politiker, die am höchsten. Gerade die am höchsten sitzen, sind die größten Betrüger. Und ja. Ja, hast du das auch schon mitbekommen? Wir sollten dort drin sein und schätzen. Was? Unterhaltet euch mit Fräulein Salma, wenn ihr euch mit jemandem unterhalten möchtet. Ja, ich möchte aber eigentlich gerne da hoch. Also, ich bin relativ sauer über diese ganze Politik. Wie sehr das deutsche Volk eigentlich belogen und betrogen hat. Und gerade unser Lauterbach, unser 0815-Arzt, der bei vielen Ärzten ja eh schon verpönt ist, als Vollidiot. Hat sowieso nicht mehr viel zu sagen als eigene Meinung. Naja. Ich bin immer noch falsch, ich muss da irgendwie hoch. So. Ich muss hier hin.
Dann reise ich mal dahin, weil ich komme von, ich habe keinen Zugang von dieser Ecke. Also ich habe selber miterlebt, diese ganze Diskriminierung und diese ganzen Beleidigungen, Beschimpfungen wegen der Maskenbefreiung, weil ich einfach keine tragen konnte. So. Gerade hier in Berlin, die ganzen, ja, naja. Ich könnte mich eigentlich darüber nur aufregen. Habe auch eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, ach ja, du nimmst es ja eh nicht so dolle. Wo ich das, die an hinteren Rücken gelästert hatten, solche Sachen. Und den eigenen Kollegen ist das so, selbst so. Sag mal, greifst du mich jetzt auch heran? So, kämpft ihr mal. Okay, ich sollte mal lieber vorher speichern. Naja. Es gibt genug, die hier in Berlin so gestresst sind, dass sie einfach ihre Wut an anderen auslassen, ohne daran zu denken, an die Konsequenzen, was sie den Menschen eigentlich schaden. Nur aus Angst vor dieser beschissenen Politik. Naja. Also, ich frage mich manchmal, was eigentlich hier noch so normal ist. Also, ich wünsche manchmal, ich wäre woanders. Aber es ist nun mal nicht so. Wir ziehen jetzt auch extra deswegen aufs Land, weil da die Menschen noch normal sind. Die haben noch ihr Hirn, klar, die haben in ihrer die sind in ihrer Meinung vertieft, aber die hören sich auch andere Meinungen an und wenn die was zu sagen haben, dann sagen sie es direkt und nicht in deinen Rücken. Ehrlich jetzt, renn doch mal! So. So, ich muss mich mal ein bisschen schützen hier vor dieser Gewalt. Sag mal, ich wollte mich schützen und nicht dir entgegenkommen. Wenn ja auch noch alle um die Ecke gebracht. Die ist noch da. Ich finde es cool, dass sie so lange jetzt bleibt. Ah, toll. Jetzt muss ich auch noch verschwinden. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Na, oh, leck mir auch am Arsch. Jetzt bin ich außer Gefahr gegangen, damit die mich nicht erwischen. Dann haut er mir noch einen in den Rücken. Das ist wie die Bevölkerung, die gerade so ist. Immer schön von hinten einer rein, wenn nicht was nach deren Nase läuft. Ja, ich bin eigentlich mit hier, mit dieser deutschen Bevölkerung eigentlich ziemlich unzufrieden. Weil die nicht mehr mit Verstand quasi. Na, nein. Winterfest. Ich muss ja dahin. Dann gehe ich jetzt mal von der anderen Ecke raus. Die handeln nicht mehr mit Verstand, sondern nur noch aus Angst. Ist egal wer. Hauptsache, die würden. Naja.
Da ist er ja, der Drache. So. Wo ist denn der Drache? Da ist er ja. So, jetzt werde ich erstmal gucken, dass ihr meine Tante, ich muss mir erstmal aufladen genug. Und er hat euch in der Zeit schon mal hier bei Kräuter klauen. Hat er mich gerade gegrillt? Ach, da ist er. Ja, ich hoffe es. Ach Mensch. So. So. So, jetzt ist er platt, wa? Gut, zum Glück verbrenne ich nicht dabei. Ah, endlich mal wieder ein bisschen Magie. Jetzt wird das am Skelett. Ein bisschen abgeschlossen vielleicht? Ja. Ein bisschen abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Die Einzelteile, die er da gefressen hat von einem Typen, die sind ja auch alle, die habe ich auch alle aufgenommen. Da passt mir ganz gut. Hi. So, ich habe euch geholfen. Meine Belohnung bitte. Journal. So, ja, ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen auslassen über diesen ganzen Schwachsinn, der gerade so abläuft, wie die Menschen diskriminiert werden. Das Schlimme ist, die psychisch Kranken, die kriegen ja auch ihr Fett weg, denn die werden ja nicht mehr großartig behandelt. Die Selbstmordrate ist auch riesig. Und das sind ja nur kleine Geschichten. Die Selbstständigen, die sind auch kaputt und so weiter. Naja, was soll's. Deswegen sage ich auch mal, viel Spaß und goodbye.